Oh, geht's jetzt wieder zu Alan? Tatsächlich, guck an. Bild hast du gestrickt, alles klar. Alan. Oh, rennen, ich höre schon wieder. The Evil Ones. Ihr habt mich nicht, ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schock. Ich wusste nicht genau, wie oft. Diesmal fühlte es sich anders an. Wie meine letzte Chance, wenn es nicht schon zu spät war. Das ist doch total kaputt, das Foyer. Was ist hier denn los? Schüttel dein Haar für mich. Oh, das sieht geil aus. Wie in so einem... Da gab es mal irgendein Musikvideo. In den 90er. Das war die ganze Zeit so. Völlig abgefahren. War ich zu spät. Das war im ersten Teil schon der Endraum. Scratch war da drin und schrieb an seiner Horrorgeschichte. Es war noch genug Zeit, ihn aufzuhalten. Ich musste hinein. Ja, dann mach doch auf. Boah. Alter. Fiese Geräusche. Dark Place, The Art of Alice Wake. Na komm. Kann ich da rein? Ja, da muss ich rein. Oha. Das nicht die ganze Zeit auf Deutsch? Oh, noch 13 Minuten, bis der Stream abstürzt. Gerädert. Tired. Ich könnte schwören, dass es auf Deutsch war. Also die ganzen Videos von Alice. Alice? Who the fuck is Alice? Oh. Selbstmord? People call me an artist. But I don't care about any of that. I just wanted to show the world what I see. I can't keep going like I have been. So geht's nicht weiter. Time for a perspective shift. To go from photographer to subject. From artist to art. Stoffelino! Du geile Sau! Vielen, vielen Dank für die 3 verschenkten Abos. Sehr, sehr geil. Jetzt haben wir 25.
Das ist ja horrormäßig. Oh, was? Danke, Toffel. Danke. Verrückt. Oh, du hast Mia überholt. Jetzt verstehe ich. Genau. Einmal auf die Eins, bitte. Hehe. Sehr geil. Scratch war noch hier. Er war noch nicht aus dem dunklen Ort entkommen. Er strich meine Bearbeitung aus wie Tür. Müssen wir doch gleich mal hier. Shout out. Das hatte ich schon mal gesehen. Das war nicht Scratch, sondern ich in einer Schleife gefangen. Ich hatte aufgehört zu versuchen, das Manuskript zu korrigieren. Eigentlich hatte ich Alice verfolgt. Ich war es die ganze Zeit. Ich habe sie getötet. Tja, Mia, Toffel hat dich übertrumpft. Tja, schlecht erzogen. Musst du mal die Leviten lesen. Kick dich einfach so vom Thron. Ende von Initiation. Okay. Okay, haben wir wieder ein Lied. Ich glaube fast, dass Saga jetzt noch zwei Kapitel hat. Und er noch eins. Er ist in der 9, beide. Ich war mir jetzt nicht sicher, wie weit wir bei Ellen waren, aber... Jo. Auf jeden Fall sind wir im Endgame. Sehr geil. So, 20.32 Uhr. Bin ich gespannt, ob da... Was? Oh, ich krieg jetzt die Discord-Nachrichten von vorhin. Sind die von vorhin? Ja, natürlich. Oh, krass. Ach so, ich bin noch im... Energiesparmodus. Da kommen die verspätet. Mehr ausmachen. Stört mich. So. Das Lied nehmen wir natürlich mit. Boah, ich sag euch, der Mac ist Fraß, ne? Der Mac doof, der. Boah. Mir fällt wieder ein, warum ich den seit Jahren nicht mehr esse. Liegt mir so schwer im Magen, ne? Ich glaube, morgen früh stelle ich mir den Wecker 10 Minuten früher, dass ich mich schön auf dem Pott austoben kann. Mein lieber Mann. Das fühlt sich nicht gut an. Ich glaube, dies ist nicht im Sinne des Erfinders. Wake up, time to die.
Ja, volle Kartoffel. Boah. Also mir ist aufgefallen, dass es anders schmeckt wie früher. Ne? Angeblich seit kurzem neue Rezepturen und so. Aber das macht's nicht besser. Und die Preise sind halt krank. Sind wirklich krank. Das kann doch nicht wahr sein. Nee, Ende ist noch nicht, Zeus. Achso. Schick mich nicht. Ich dachte schon, das Stream wäre abgestürzt. Fünf Minuten. Bis er abstürzt. Das ist der Hammer. Warum stürzt das immer ab? Beziehungsweise, es stürzt ja nicht ab. Die Übertragung zu Twitch bleibt hängen. Ne, OBS läuft weiter, das Bild freest und Übertragungsgeschwindigkeit ist null. Und dann gucke ich im Dashboard, auf dem Twitch-Dashboard und sehe dann auch 0 Kilobit Übertragungsrate. Das geht. Wie lange geht das? 3 Minuten, 4 Minuten. Und dann ist wieder vorbei. Nee, Kraut und Molch, hab's nicht rausgefunden. Ich habe ja am Montag habe ich den Router neu gestartet und habe mir auch die Protokolldateien angeguckt. Also der lief 4 Wochen ohne Probleme. Keine Ahnung. Ich habe dann eine E-Mail geschickt am Dienstagmorgen an den Twitch-Support. Noch keine Antwort bekommen. Nur halt so eine automatische Benachrichtigung, ne, dass ich da einen Fragebogen ausfüllen kann, wenn ich möchte. Ansonsten melden die sich irgendwann bei mir. Aber bisher noch nichts. Bisher noch nichts. Du fährst eine Maus. Maus. Oh, kennt ihr? Nee. Ich glaube, ihr seid alle zu jung für Danger Maus. Kennt man doch. Der Geheimagent, so eine Zeichentrickserie. Ach Gott, Anfang der 80er. Ich weiß nicht, ob das... Ne, das lief nicht so lang. Danger Maus, unser kleiner Helfer, Lübke. Ne, er war eine Maus mit einer Augenklappe. Und Lübke war ein Hamster war das, glaube ich. So der kleine Helfer. Du kennst Danger Maus? Sehr geil. Ich habe den Soundtrack. Ich habe früher mal... so Soundtracks von den ganzen Serien damals gesammelt. Und Danger Mouse ist auch dabei. He's the best. He's fantastic. So geil. In der Mülltonne haben die gewohnt, ne? Also ihr Hauptquartier gehabt. Da sind die oben rein, haben mit... Ach, ich weiß nicht mehr, wie der Boss hieß. Mit dem haben sie dann gesprochen, dann sind sie... Dann runter ins Auto, Mülltonne hat sich geöffnet, dann sind die aus dem Mülltonne rausgefahren und haben Verbrecher gejagt. So geil. Oh, Thundercats. Habe ich auch noch den Soundtrack. Thundercats. Sehr geil. Und Bravestar. Ja, He-Man sowieso. He-Man sowieso. Meine Mutter hat in den 80ern hat die so eine professionelle Strickmaschine gehabt oder zwei davon. Und da haben wir dann, lass das 86 gewesen sein, vielleicht 87, mit so einem kleinen Computer haben wir, also den konntest du an den Fernseher anschließen, so einen Strickcomputer, und da konntest du Muster eingeben, Pixel für Pixel. Und da haben wir uns dann hingesetzt und haben die He-Man da reingemacht. Und dann hat die mir einen Pulli gestrickt mit dem He-Man vorne drauf. Total geil. Ja, She-Ra fand ich auch doof. Auch die komischen Begleiter von ihr, das war nicht so meins. Hordak war ich noch zufrieden, als der dazu gestoßen ist. Das war noch cool. Aber She-Ra konnte mich nie so anfreunden mit. Aber He-Man geil. Ich hab... Warte mal. Wo hab ich den? Haha, pass auf. Den alten Prinz Adam. Warte. Tada. Oh, Licht.
Hehe. Geil. Und wo ich damals Bodybuilding gemacht habe, da habe ich die Figur, habe ich den immer gehabt, um mir die Muskelpartien anzugucken, damit ich weiß, was ich trainieren muss. Voll geil. Voll geil. Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauberkraft. Der war immer gechillt. Aber am geilsten fand ich eigentlich Cringer. Ne? Battle Cat. Aber als Cringer fand ich ihn cooler. So der... Die ängstliche Katze einfach. Und am Ende jeder Folge immer eine kleine Moral. Ne? Was haben wir in dieser Folge gelernt? So gut. Ich habe so viel gehabt, ne? Jede Menge Figuren, Castle Grayskull habe ich gehabt, Fahrzeuge, alles Mögliche. Mega. Orko, supergeil. Die Figur, da konntest du dann so einen Stift rausziehen, damit unten sich das Teil bewegt hat, und dann ist er da rum. Ne, so kreiselmäßig. Voll geil. Das Lied. Ja, wo wir dann nach Australien ausgewandert sind, habe ich dann alles verkauft auf dem Flohmarkt. Alles. Ärgert mich so, aber wie willst du das alles mitnehmen?